Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wundervollen neuen Folge von Hearthstone Battlegrounds. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein bisschen Informationen, denn die möchte ich euch heute auch in diesem Video geben. Währenddessen werde ich ein paar Ründchen hier spielen, oder besser gesagt eine gute Runde spielen und hoffentlich eine relativ gute Platzierung hier rausbekommen. Ich habe noch nicht ganz alles installiert. Ihr seht auch schon, neues Setup und so, werde ich gleich darüber sprechen. Aber zu den typischen Tools, die ich normalerweise nutze, also gerade hier den Deck Tracker und Co., die habe ich momentan noch nicht auf meinem neuen Rechner drauf. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis ich da dann tatsächlich auf dem aktuellen Stand bin, wie ich dann schlussendlich auf meinem normalen PC wäre. So, warum eigentlich hier insgesamt dieses neue Setup? Was hat es damit auf sich und was wird sich noch in der nächsten Zeit verbessern? Also, ich meine, ihr merkt schon selber, es hat ein bisschen einen anderen Klang. Das liegt größtenteils daran, weil ich mich jetzt dafür entschieden habe, mein Mikrofon tatsächlich so ein bisschen zu ändern. Eigentlich ist hier eher hier ziemlich nice, obwohl Murlocs mit Keltas natürlich auch stark sind. Aber ich gehe trotzdem mal auf die Elementals hier jetzt an dieser Stelle. Prinzipiell ist es wirklich jetzt so, muss man einfach sagen, dass ich versuche in gewisser Weise das Ganze hier über meinen Laptop laufen zu lassen, was ja auch eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte. Muss man mal ganz ehrlich sagen, der Laptop, der ist unglaublich stark, der hat die Leistung, der sollte das definitiv verpacken. Gut, jetzt, warum ist der Sound und alles mögliche ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich mein Mikrofon komplett umgestellt habe. Das heißt, also ich hatte es erst sonst immer relativ nah vor mir. Jetzt ist es inzwischen so, dass ich es hier über mir habe. Das heißt also, ich habe jetzt hier wirklich ein bisschen geupgradet, muss dann natürlich noch ein bisschen mit dem Sound spielen und so, aber ich finde, das ist halt einfach angenehmer. So bin ich halt ein bisschen freier, kann ein bisschen freier reden, kann ein bisschen mehr mit den Händen rumfuchteln, ohne die ganze Zeit gegen mein Mikrofon zu schlagen und alles mögliche. Das ist schon eine geile Sache, muss man einfach mal sagen. Vor allen Dingen, weil es sich halt meiner Meinung nach nicht mal so arg auf den Klang auswirkt. Ich muss natürlich ein bisschen gerade aussprechen, ein bisschen mehr aufrecht sitzen und alles mögliche. Und das wird sich wahrscheinlich alles auch noch in der nächsten Zeit ändern, weil ich versuche mir jetzt irgendwie mal ein bisschen Geld zusammenzusparen für eine ordentliche Lampe noch, die ich dazu stellen kann, damit der Greenscreen gescheit ausgeleuchtet ist. Plus dann natürlich muss ich noch mal ein bisschen einen besseren Platz finden. Ich sitze jetzt hier momentan mitten im Raum, weil ich noch keinen wirklich guten Schreibtisch habe. Deswegen ist die Kamera auch so ein bisschen von unten auf mich gerichtet. Sondern ich sitze hier an einen Tisch, den ich mal selber gebaut habe, der leider auch zu klein ist, um das Ganze hier wirklich perfekt zu machen. Habe dann noch eine Schneidematte von meinem Studium unterlegt, weil die A2 ist und die Festigkeit hat, dass ich meine Maus da drauf bewegen kann. Und ja, auf einem ganz stinknormalen Stuhl, was relativ unpraktisch ist, möchte ich mal sagen. Aber ich meine, hey, was soll der Geiz? Also ich meine mal ganz ehrlich, was soll der Geiz? So, wie können wir das Ganze jetzt machen? Ich gehe tatsächlich hier auf Murloc Actions. Ich hätte mal gesagt, ich will ihn nicht verkaufen, ich will ihn kaufen, verkaufe den hier, spiele ihn hier, spiele den Murloc, habe 3 Gold, kaufe mir noch den Murloc, gib hier den Buff darauf, habe damit 2 relativ starke Murlocs, mit denen ich schon mal arbeiten kann und die sich auch weiterhin buffen werden. Genau, was wird in nächster Zeit kommen? Also ich habe jetzt mich mal umgeguckt, ich werde mir jetzt definitiv noch einen Schreibtisch für hier holen, das, wie gesagt, die Höhe der Kamera und allem drum und dran jetzt einfach besser stimmt, weil es ist halt, man muss sagen, es ist halt einfach nicht so cool, so ein bisschen von oben herab zu filmen, möchte ich einfach mal sagen. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Ich werde dann gucken, dass ich hier einen ordentlichen Schreibtisch hingestellt kriege, dass ich mein Mikrofon besser montieren kann. Das ist momentan auch noch so ein bisschen suboptimal montiert, möchte ich einfach mal sagen. Und da dann halt wirklich versuche, die bestmöglichste Interaktion hier für mich wie auch euch natürlich rauszukriegen. Ganz wichtige Sache noch an dieser Stelle. Lasst mich bitte wissen, was ihr von diesem neuen Umfeld, von den neuen Lichtverhältnissen, wie das mit der Kamera kommt. Ich weiß, ich bin noch auf der Seite hier ein bisschen zu hell als auf der anderen Seite. Das heißt, da könnte es noch ein bisschen flimmern. Vor allen Dingen auf meiner Stirn ist es immer ein bisschen unpraktisch. Aber so ist es nochmal. Genauso Tonqualität ist mir auch super wichtig, dass ihr da halt einfach kurz mal was sagt, wie ihr das haltet. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen und erklären, warum ich das Ganze hier eigentlich überhaupt mache, warum ich mit dem Greenscreen arbeite und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, ich möchte meine Qualität ein bisschen hochschrauben. Ich habe mir über die Semesterferien, wo ich dann auch für euch und mit euch die ganze Zeit gestreamt habe, habe ich mir vor allen Dingen Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das Ganze, mein Content, meine Qualität einfach ein bisschen erweitern, wie kann ich euch bessere Qualität wie Content mitgeben. Und ich finde tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache, die man hier beachten muss, ist, dass über den Greenscreen so viel mehr möglich ist als sonst normalerweise.
eine Sache, die ich zum Beispiel persönlich, oh, der wird natürlich jetzt ein bisschen fett, das ist nicht optimal, aber das ist okay. Eine Sache, die natürlich unglaublich gut ist, und das muss ich einfach direkt hier an dieser Stelle sagen, weil ich finde, meiner Meinung nach ist es so mit, ja, fast eine der besten Sachen, die ist, ich kann Content aufnehmen, ohne halt, wie logischerweise, ohne Hintergrund zu produzieren, und ich kann mal eine Kamera solo aufnehmen und mich überall einfügen, weil ich halt keinen Hintergrund habe. Das ist richtig geil, weil damit kann ich halt dann besseres Editing betreiben, und das ist ja schlussendlich das, worauf mein neues Prinzip so ein bisschen aufbauen soll. Die Formate wie Keck oder zum Beispiel auch den Deckcheck werden wahrscheinlich davon sehr, sehr stark profitieren, möchte ich einfach mal sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich Sachen im Hintergrund laufen lassen kann, während ich einfach nur mein Gesicht, mein Kopf halt einfach, das, was ihr halt jetzt schlussendlich seht, meine Kamera schön drüber setzen kann, das einzeln aufnehmen kann und einen besseren Hintergrund dann habe. Das heißt, es ist für mich ein bisschen mehr Schnittarbeit, das ist auch vollkommen okay, damit habe ich kein Problem. Das ist jetzt schlussendlich der Sinn gewesen hinter der ganzen Systematik, dass ich mich einfach ein bisschen mit diesem Schneiden beschäftige. Und ich sehe da tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Vorteil für mich wie auch für euch. Natürlich werden ein paar wenigere, in Anführungszeichen, Videos kommen. Ich sehe jetzt auch gerade, dazu komme ich aber gleich noch, warum jetzt in letzter Zeit keine Videos gekommen sind, noch eine andere Problematik mit dem Spiel. Aber prinzipiell und grundsätzlich gesehen ist es halt einfach gerade so, dass ich halt einfach dieses Qualitätsupdate natürlich jetzt bringen möchte. Ich habe mich da jetzt reingefuchst, ich möchte das jetzt definitiv machen, und ja, es kann auch sehr, sehr gut sein, das möchte ich an dieser Stelle direkt erstmal erwähnen, dass ich jetzt hier auch in der Runde ein bisschen aufs Morbid kommen werde, weil ich mich vor allen Dingen jetzt eigentlich gerade darauf konzentrieren möchte, euch diese ganze Systematik und alles zu erklären. Das heißt also, mir ist es jetzt hier auch nicht wichtig, die Super-Ultra-Platzierung zu machen, sondern halt einfach euch das Grundprinzip meiner Gesamtthematik zu erklären. Gut. Okay. Ja, was will ich dann noch machen? Sobald es eigentlich möglich ist mit dem Schneiden und sonst was, habe ich mir schon ein paar Zeiten rausgesucht, die jetzt gerade auch mit meinem Studium zusammenpassen, wo ich die Sachen machen kann. Und da nutze ich jetzt gerade mal diesen Einstieg und möchte euch kurz erzählen, was denn gerade los ist, warum jetzt in den letzten Tagen keine Videos kamen. Ich weiß, es ist die erste Studienwoche, man könnte meinen, da ist viel Stress und alles Mögliche. Und diejenigen, die das meinen, haben natürlich auch recht, denn es ist wirklich so, dass ich natürlich die ganzen einzelnen neuen Kurse organisieren muss, was nicht gerade wenig ist, liebe Leute, kann ich euch sagen. Also die Fächer, die wir jetzt zukriegen, holla die Waldfee, die werden richtig gut werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich persönlich drauf, weil es sind halt geile Kurse, Leute. Also wirklich, wir haben echt geniales Stahlbau, das wir jetzt machen müssen. Wir müssen unglaublich große stählerne Kolosse hinstellen. Negativ jetzt gesehen, in Anführungszeichen. Also das wird definitiv anspruchsvoll. Was aber halt auch nochmal so ein Ding ist, ist halt einfach, dass wir ja durch dieses Corona-Semester, durch dieses Online-Semester nochmal ein bisschen jonglieren müssen. Also es ist nicht so einfach hier jetzt zum Beispiel, wenn man vor Ort ist. Ja, genau. Und deswegen ist es so der Grund zusätzlich. Ich bin ja jetzt, wie ich hier schon des Öfteren auch verlauten habe lassen, im vierten Semester. Das bedeutet also, viertes Semester ist für mich das Semester, wo ich mich bewerben muss für mein Praxissemester. Das heißt, es ist das fünfte Semester, wo ich dann arbeiten werde. Wait, what are you doing? In meinem Praxissemester, für das ich mich jetzt momentan bewerbe und hoffentlich, oder besser gesagt, ich habe schon ein paar, das sieht ziemlich gut aus, wo ich mich jetzt bewerben werde und wo ich auch schon ein paar Bewerbungsgespräche habe, muss ich halt jetzt gucken, dass ich das in den nächsten 2 Wochen, glaube ich, geregelt bekomme, und dann ist finito, möchte ich mal sagen. Also dann bin ich da angemeldet, dann habe ich von der Uni meine Bestätigung und ab nächsten Semester darf ich dann da arbeiten. 6 Monate lang. Freue ich mich tatsächlich drauf. Ich denke, das wird eine unglaublich coole Sache. Ich meine, in den Job reinzugehen, den man halt irgendwo liebt, das ist halt echt eine nette Sache. Auch die hätte ich noch switchen sollen. Nevermind, ist egal. Er kriegt einen Buff, das ist auch in Ordnung. Genau, so weit, so gut erstmal. Er wird gefährlich, denn der gute goldene Dude hier ist ziemlich schwierig, der Golden Looter. Aber ich meine, hey, was soll der Geiz? Das sollte schon irgendwie funktionieren. Das Problem ist halt jetzt leider, dass das funktioniert. Gott sei Dank funktioniert das, aber es sterben schon viele, viele davor. Die Buffs gehen trotzdem raus, da kommen starke Hits durch. Oh mein Gott, das wird actually ein knapperes Game, als mir eigentlich lieb wäre, aber wir gewinnen das trotzdem, sehr schön. Und der kriegt sogar 3 Schaden an der Stelle. Genau, was mir jetzt hier noch fehlt, warum ich momentan auch so ein bisschen mit meinem Setup noch Probleme habe, ist einfach, weil ich nur momentan mit einem Bildschirm aufnehme. Das heißt also,
Auf einem Bildschirm läuft Hearthstone, gleichzeitig OBS, gleichzeitig noch momentan einfach aus Checkgründen mein Task Manager, damit das hier alles auch optimal läuft. Nochmal ein, okay. Aber das sehe ich gerade nicht, Leute. Das sehe ich gerade nicht, genauso wie ich den hier auch nicht mehr sehe irgendwie. Gefällt mir nicht. Defender of Argus gefällt mir prinzipiell. Der gefällt mir prinzipiell auch mehr. Der hat +2/+2 von Bugurgle gekriegt. Ich glaube tatsächlich, das ist okay, dass ich ihn verkaufe. Das sind halt viele Murlocs, Leute. Das sind halt prinzipiell viele Murlocs, muss man sagen. Keine Beasts, nein, auch Murlocs, das ist gut. Ja, und deswegen muss ich da einfach mal gucken. Ich brauche noch einen zweiten Monitor, den ich ja an meinen Laptop anschließen kann. Der verpackt das ja auch easy going, ohne Probleme und sonst was. Das ist ein gutes Board. Ne? Und von dem her bin ich da schon mal gespannt, wie es sich dann anfühlt, wenn ich meinen Schreibtisch habe, dort hinter den Greenscreen und halt die ganzen ja, professionelleren Sachen dann in Anführungszeichen aufnehmen kann. Ich denke, das wird wirklich cool, also da freue ich mich schon sehr drauf. Okay, das ist uncool, er hat deutlich mehr goldene Units als ich. Das heißt, ich kriege jetzt hier auch 6 Schaden. Auf ihn müssen wir aufpassen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt auf die Poisonous Murlocs kommen, sonst habe ich ein Problem. Ich gehe auf kein Level ab, ich rolle. Das ist ein wichtiger Roll gewesen. Der kriegt auch gleich noch einen Buff oben drauf. Nochmal ein wichtiger Roll. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich einen Bran hätte. Und das ist auch wichtig. Okay, wir verkaufen also... Komm, auf den scheißen wir jetzt. Ganz ehrlich mal. Dann spielen wir ihn heraus. There's my triple. Sehr schön. Nochmal ein King Bugurgle, bitte. Dammit. Kein Bugurgle. Ich meine, ich kann ihn hier verkaufen direkt. Toxfin. Toxfin ist einfach so eine wichtige Einheit in dem gesamten Spiel hier. Das heißt also, ich defreeze hier, kann noch einmal rollen. Dann spiele ich ihn hier raus. Gib meinem Taunter den Buff. Gib allen Minions nochmal allgemeinen Buff. Rolle nochmal. Habe leider nichts und damit stehe ich eigentlich ganz gut da. Ich meine, mein 9-6er Taunt Poisonous ist halt geil. Wenn ich jetzt den First Hit habe, wäre das noch besser. Aber er hat den First Hit und damit ist es ehrlich gesagt nicht so cool. Okay, er hat immer mal Bär. Gefährlich, aber. Okay, I guess. Es ist wirklich okay. Er hat keine wirklichen Summonings, was ein bisschen komisch ist, aber er hat halt eine Nat und Nat bringt halt doch Vorteile, muss man mal ganz ehrlich sagen. Von dem her. Es ist ein akzeptabel gutes Board, würde ich jetzt einfach mal sagen, was der Gegner hier gerade gegen mich spielt. Aber kriegt trotzdem einiges an Damage mit. Genau, ich freue mich auf die kommenden Wochen, wenn dann alles sich so ein bisschen eingespielt hat, wenn ich dann meine Zeit habe, meine Projekte wirklich fortzuführen, wie ich sie eigentlich auch geplant habe. Es ist halt immer so ein bisschen, ja, wenn die Situation nicht ganz stimmt, dann musst du halt gucken, was halt momentan den Vorrang hat. Und in der Hinsicht muss ich halt einfach sagen, hat jetzt einfach gerade mal, hat allgemein eigentlich mein Studium im Moment halt mehr Vorrang. Und da ist der Toxfin, den freeze ich definitiv. Wir spielen gegen Tecatus. Tecatus haut dir gerade 11 Schaden raus mit Mixed Minions. Ich finde es tatsächlich so schwierig einzuschätzen. Mixed Minions können extrem stark sein, sie können aber halt auch absolute Grütze sein. Also ich denke mal, dadurch, dass er 11 Damage an York gehauen hat und York Zweiter ist, will ich ihn jetzt tatsächlich mal relativ stark einschätzen. York spielt auch Mixed Minions. Dragons, logischerweise. Isera, hier ist Syndragoza hat verloren gegen uns und er hat 16, für den 16er Kill ausgeholt. Das ist ziemlich stark, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Naja, wir werden gleich sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich habe jetzt noch mal einen Toxfin. Toxfin ist super wichtig für mich. Dafür verkaufe ich dann meinen 4-3er, den ich da hinten rumliegen habe. Hoffe, dass ich noch mal einen Bugurgle vielleicht kriege und dann
Bin ich eigentlich ganz gut dabei, würde ich mal sagen. Ah, Elementals, das sehe ich nicht gern. Vielleicht, ich habe den ersten Hit, Leute, das ist gut. Weil damit kriege ich den schon mal weg. Ja, ich glaube tatsächlich, die Problematik wird die 7-7er Schlange sein. Wenn die ein gutes Summoning rauslegt, kann das mir das Genick brechen. Genauso wie der gute Divine Shield Dude, der hier gerade sehr, sehr viel carried. Komm schon, ein paar Gürgel. Er kriegt einfach ein paar Gürgel. Ah, du willst mich doch verarschen, oder? Das verliere ich leider, weil... Oh nein, das verliere ich nicht. Nevermind, der ist... Oh doch, das ist ein Unentschieden. Ich habe gedacht, das ist ein 2-1, aber das ist ein Goldener. Das heißt also, er hat 4-1. Das ist okay. Top 5. Das können wir schaffen, Leute. Es ist möglich. Es ist möglich, definitiv. Wir spielen jetzt gegen Yogg. Und gegen Yogg haben wir definitiv Chancen. Das ist ein fetter Poisonous, Dude. Fährt mir gut. Bran, ziemlich gute Sache. Nehme ich definitiv mit. Role weiter. Hoffe, dass ich nochmal einen guten Murloc kriege. Doppelpoison, das bringt halt prinzipiell nichts. Deswegen verpasse ich hier mal den Buff. Dass wir halt die ersten guten Hits haben an der Stelle. Dann verkaufe ich ihn. Dann kaufe ich ihn heraus. Dann roll ich once again. Ja, die sind halt prinzipiell nicht so nice. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Okay. Jetzt switchen wir hier so ein bisschen die Position, dass meine starken Murlocs oder was ich sage, meine buffenden Murlocs weiter hinten liegen. Und dann hoffe ich einfach, dass die zwei hier vorne ordentlich Action machen können. Er spielt immer noch Mixed Minions. Er hat bis jetzt von jedem aufs Maul gekriegt. Gegen Tecatus habe ich gerade unentschieden gespielt. Das heißt also, ich sollte okay sein. Ich sollte wirklich okay sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Tecatus da irgendwelche dummen Shenanigans gemacht hat gerade, die vielleicht nicht optimal gewesen wären für ihn. Aber es sieht gut aus, Leute. Er sieht prinzipiell ziemlich gut aus. Er hat eine Hydra. Ah. Hydra ist bad. Okay, das wird nichts, Leute. Da kriege ich richtig hart aufs Maul. Gott sei Dank kriegt er nur 2 Summonings raus. Es sind nicht die besten Summonings. Jetzt wäre es natürlich wichtig, dass seine Dragon-Tante hier nochmal angreift. Was sie aber nicht machen wird, weil der Salty Luder jetzt als letztes tradet. Oh mein Gott, und damit kriege ich so viel Damage. Warum kann die Schlange nicht einfach irgendwie mal nicht so gute Minions droppen? Ich meine, guck dir das an, 17 Schaden von ihm. Einfach nur, weil er das Glück hatte, den Ding herauszuziehen. Okay, jetzt meint mein PC, dass er im Schrimmsparmodus ist. Sollte trotzdem noch klappen. Da ist ein zweiter Begurgel, den nehme ich definitiv mit. Oh, der kriegt auch noch einen Buff, das ist ziemlich nice. Weil dafür kaufe ich nämlich... Ne, ich role erstmal. Ich role nochmal. Ich role nochmal. Nochmal. Krieg keine Minions mehr. Okay, aber ich habe einen Bran. Bran ist halt super stark. Ich role nochmals. Immer noch. Immer noch. Okay, das ist gut. Sehr schön, weil jetzt kann ich nämlich sagen, ich verkaufe den Toxfin und ich verkaufe den Kollegen. Ich spiele Bran Bronzebeard raus. Ich brauche noch eins. Das heißt also, ich mache das hier schnell. Ich kaufe den hier. Ich spiele ihn raus. Krieg diesen doppelten Minion Buff. Zack. Nochmal ein Begurgle. Oh, damit habe ich mein Triple schon verspielt. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Ist aber in Ordnung. Mache ich nämlich so. Doppelte Buffs. Spiele ich nochmal das hier raus. Bekommen wir mal Exna und lass das erstmal so liegen, freeze aber noch das Ganze. Okay, war vielleicht nicht der beste Play an dieser Stelle, weil ich ein bisschen zu langsam war, aber prinzipiell sollte ich eigentlich richtig, richtig gut dabei sein. Ich meine, prinzipiell sollte ich richtig, richtig gut dabei sein. Ja, mein Brand wird hier getradet, das ist auch okay. Von den Stats her bin ich ihm halt einfach deutlich voraus, was in Ordnung ist. Also ich töte ihn jetzt hier direkt, oder? 5. Ja, perfekt, Leute. Perfekt. Hit, bye-bye. Top 4. Schon mal abgehakt. Okay, Top 3 schon mal abgehakt. Nice. Okay, also. Ihn hier wollte ich haben. Plus nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwas anderes kriegen. Ich habe jetzt 3 goldene Units. Er wäre prinzipiell nicht schlecht. Ich hätte den Ara mitnehmen sollen. Ja, aber es bringt mir halt auch nicht so viel. Es bringt mir prinzipiell gar nicht so viel, den Vogel mitzunehmen hier. Ich hoffe einfach noch, dass ich irgendwie einen doppelten Battlecry hier irgendwie rausziehe. Ich meine, ich habe jetzt eine Free Round. Da ist mein Triple.
Okay, Leute, da ist mein Triple. Das heißt also, ich verkaufe ihn hier. Ich spiele ihn hier raus. Wait, ich hätte damit Verluste, gell? Ich hätte damit Verluste. Er hat zweimal Begurgle gekriegt. Du bist halt ein normaler Warleader. Ich meine, du bringst mir zwei Attack auf meine Minions. Die haben fast alle Poison. Also ich bin gerade. Er hat halt auch zwei. Prinzipiell macht das überhaupt keinen Unterschied. Ich könnte eins, zwei. Nee, ich könnte dann nicht nochmal kaufen, gell? Aber ich möchte nicht so viel. Ja, ich lasse so oder so zwei Goldcoins liegen. Das heißt also, ich versuche es jetzt erstmal so zu machen. Ich hoffe tatsächlich, dass mein PC das Ganze noch durchhält. Weil ich halt wirklich nicht mit so viel Akku hier eigentlich durchgestartet bin. Aber es scheint ja momentan noch gut zu sein. Es scheint ja momentan noch alles zu laufen. Also von dem her wollen wir dann mal gute Dinge sein. Sonst muss ich halt mal kurz rüberrennen und meine Utensilien überholen. Okay, er hältet hier zweimal rein. Er tötet Bran damit, was natürlich ein bisschen uncool ist, aber das ist in Ordnung. Ja, meine Poisoners sind halt auch. Ja, sie sind halt nicht so strong, wie ich es jetzt mir gerne erhofft hätte. Ich muss die zwei Dudes hier definitiv noch tauschen. Ich hoffe halt einfach nur, dass er aus seinem blöden 7-7 oder ein 13-7 inzwischen ist, halt einfach nicht so gute Sachen rauszieht. Okay, das sollte definitiv passen. Er macht jetzt noch. Ne, es wird ein Unentschieden, gell? Es wird halt wieder ein Unentschieden, Leute. Ich fass es nicht. Weil schon wieder die Schlange unglaublich starke Minions rausgezogen hat. Eieiei. Mann, Mann, Mann. Okay, also ich verkaufe ihn hier. Das ist in Ordnung. Ich spiele ihn hier raus für den Buff, weil wir nämlich doppelte Buffs kriegen durch ihn. Ich kaufe sie. Er kriegt auch noch einen zusätzlichen Buff. Wird eine goldene Kreatur. Ich spiele mal extra raus. Roll. Nochmal weiter rollen. Immer noch weiter rollen. Keine Murlocs. Das ist ein schlechter Murloc, den wollen wir nicht. Immer noch weiter rollen. Immer noch weiter rollen. Und immer noch weiter rollen. Okay, mein Extra bleibt also erstmal im Game. Also ich würde hier jetzt einen guten Six-Drop sehen. Ghastcaller ist halt nice. Aber ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, mir gefällt mein Extra deutlich besser als. Ich muss erstmal was aussuchen. Ja, ich nehme mal den Ghastcaller mit. Dann spiele ich den hier hin und jetzt spielen wir gegen Yorg. Ich meine, wir können hier theoretisch gegen Ins 1-1 gehen. Ich habe Yorg, glaube ich, schon mal verkloppt. Er hat 18 Schaden. Habe ich Yorg schon mal verkloppt? Mixed Minions. Er spielt die Divine Shield Combo. Ne, warte mal. Er war der mit der Mama Berge und den Dingen. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir das noch schaffen werden. Prinzipiell war die Folge eigentlich nur da, damit ich euch hier auf den neuesten Stand kriege. Wie gesagt, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das würde mich definitiv freuen, denn davon bin ich auf jeden Fall abhängig. Ich kriege den First Hit. Leider hitte ich in den falschen Minion rein, was sehr, sehr schade ist. Damit stirbt einer meiner Minions, traurigerweise. Ich kriege aber auch einen unglaublich starken Buff, was auch wiederum nice ist. Und ich glaube tatsächlich, dass ich damit auch das Ganze leider nicht schaffen werde. Oh mein Gott, ist das unlucky einfach nur. Das Ganze nicht schaffen werde, weil ich in seinen Death Rattle reingerannt bin. Ja, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. In seinen Poisonous Dude reingerannt bin. Er haut mich runter auf 9. Er weiß selber, dass es ein super unlucky Zufall war. Och, komm schon. Und er darf jetzt gegen den Dead Guy spielen. Das ist halt wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Komm schon, gib mir mal noch irgendwas Gutes. Was spielst du? Dragons? Er spielt halt Murlocs. Er spielt halt einfach Murlocs, Leute. Das ist halt uncool. Keine guten Draws. Immer noch keine guten Draws. Das hier ist sehr, sehr gut. Wofür ich tatsächlich auch eine Maexna opfer. Weil plus 0 plus 4 auf jedem Murloc ist einfach unglaublich strong. Ich rolle weiter. Nochmal Poisonous, okay. Verkaufe ich dafür meinen Coiler? Ich glaube tatsächlich, dafür verkaufe ich Bran, weil das meine letzte Runde sein könnte, würde ich einfach mal behaupten. Das heißt, also, ey, ihr kriegt noch den Buff. Ich spiele den Coiler noch raus. Ich packe ihn noch nach hinten. Und damit sind wir eigentlich relativ fein, würde ich mal behaupten. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir das so machen. Dass ich einen First Hit nicht direkt mit meinem Taunter mache. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Okay, wie sieht's aus? Ich muss mal ganz schnell loseilen und den Stecker holen. Ich bin sofort wieder da, liebe Leute.
So, okay, wir sind also ready. Was ist denn das für ein fetter Drache? Ja, das ist leider ein Lose für mich. Ich meine, so lange hätte jetzt mein Akku auch noch überlebt. Das ist jetzt eine Runde mehr gewesen. Sehr, sehr traurig, aber Top 3 immerhin noch. Kann man sich definitiv geben. Ich meine, gegen York hätte ich gewinnen sollen. Ja, kann man leider nichts dran ändern, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben trotzdem hier in Battlegrounds gewonnen. Und ja, wie gesagt, das Ganze hier war, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Ich hoffe, euch gefällt hier das neue Setup. Sagt mir auch, was ihr vom Ton haltet. Und dann bedanke ich mich mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt wahrscheinlich in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Das supportet mich und ihr bekommt euren Hearthstone wie auch anderen Content. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.